Während der Produktion mehrerer Blockbuster soll eine für die Motion-Capture-Aufnahmen verantwortliche Firma nicht lizenzierte und somit gestohlene Software genutzt haben. Der Inhaber der Software klagt nun und fordert, dass alle Filme zerstört werden sollen. Ob es dazu kommt, erfahrt ihr nach dem Intro. Los geht's! Könnte es jetzt dazu kommen, dass Filme wie Avengers, Age of Ultron, Deadpool und Terminator Genesis zerstört und gelöscht werden müssen? Mit dieser Frage muss sich zurzeit der US-amerikanische Richter John Tiger derzeit auseinandersetzen. Wie es laut diversen US-amerikanischen Medien heißt, soll vor wenigen Tagen eine Klage erlassen worden sein, in der Disney, Paramount sowie Fox so richtig angegangen werden. Grund dafür, bei der Produktion von Filmen wie Die Schöne und das Biest und Guardians of the Galaxy soll geklaute Motion-Capture-Software genutzt worden sein. Die klagende Firma konnte in einem früheren Verfahren bereits nachweisen, dass andere Firmen bei ihrer Arbeit ohne Erlaubnis von Reardon patentierte Software verwendet haben. Unter anderem ist die Firma DD3 verantwortlich für die Motion-Capture-Aufnahmen bei mehreren Marvel-Filmen, wo die fragliche Software offenbar zum Einsatz kam. Daher geht man nun auch direkt gegen die Studios vor, die von der Software profitiert haben sollen. In der aktuellen Klage macht der Geschädigte den Filmfirmen den Vorwurf, dass sie von der Urheberrechtsverletzung gewusst haben und sich damit selbst mitschuldig machten. Richter Tiger ließ nun im Rahmen des Vorverfahrens schon einmal durchblicken, dass er nach derzeitiger Sachlage nicht davon ausgehe, dass Disney von fehlenden Rechten bei der beauftragten Firma wusste. Da es aber nicht ganz auszuschließen sei, lässt er die Klage erst einmal zu und wies sie nicht sofort ab, wie die Anwälte des Mäusekonzerns forderten. Eine Niederlage musste der Kläger aber schon einstecken. Ursprünglich vertrat er die Ansicht, dass er automatisch die Rechte an den mit der Software entstandenen Figuren erworben haben und dadurch für den Einsatz von Rocket Raccoon oder dem Beast aus Die Schöne und das Biest zu bezahlen sei. Dem schob der Richter aber nun schon in der Klage Zulassung einen Riegel vor. Da diese Figur zum Großteil durch die Arbeit der Schauspieler und eben nicht vornehmlich durch die Software erzeugt worden seien, sei eine solche Argumentation des Klägers nicht plausibel. Dieser passte seine Klage daher nun an. Die Firma fordert in der neu eingereichten Klage nur unter anderem, dass alle mit der Technologie gedrehten Filme vernichtet werden sollen. Ja Leute, was haltet ihr davon? Schreibt's in die Kommentare, würde mich zutiefst interessieren. Ansonsten war's das für heute, bleibt gesund, bis zum nächsten Mal, ciao.